Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf unserem Minecraft-Kanal Makipa. Ich bin Netaray. Ich bin Mijin. Und ich bin Nemeton. Und wir befinden uns gerade hier wieder im Nether zum zweiten Teil unseres Parcours-Build-Battles, in dem Mijin und Nemeton gegeneinander antreten. Und am Ende entscheidet ihr, wer den besten Parcours gebaut hat. Und vergesst nicht, liked das Video und schreibt uns in die Kommentare, wer eurer Meinung nach gewonnen hat. Viel Spaß mit dem Video! Wow, du hast jetzt höher gebaut, ja, oder? Ah, sehr schön. Hat sich sonst noch irgendwas verändert hier bei dir? Ja, ich habe hier um den Karmesin ein bisschen drumherum gebaut. Stimmt, mit verschiedenen Blöcken. Das stimmt, Mijin, das ist richtig cool. Aber weißt du, was ich am coolsten bei dir finde? Dass man hier so an der Wand lang muss. Ja. Das ist eigentlich voll die gute Idee. Mensch, Mijin, ich bin gespannt, ob Nemeton das schaffen wird. Okay, ich schau mal nochmal rüber zum Nemeton. Was hast du denn noch verändert, Nemeton? Also hier ist quasi Eis. Ah. Dann hast du hier diese Sprungpassagen und hier drüben ist nochmal eine Leiter. Ups. Das wäre nichts geworden. Ja. Gut, Nemeton, hier kann man noch reingehen. Ich schau mal, was hier los ist. Da kommt man eigentlich raus. Ach so, stimmt hier. Wow, ey, Nemeton, das ist richtig cool. Das finde ich so mega cool. Die Idee. Richtig genial. Okay, aber Nemeton, das ist eigentlich ganz cool mit dem Eis hier in der Lava-Region. Ja, wundert, dass das nicht schmilzt. Das stimmt. Aber Nemeton, guck mal hier nach hier drüben. Ist das hier so eine Festung? Oder? Ja. Das sind Teile einer Netherfestung. Cool. Weil ich kenne mich da ja nicht so gut aus damit, aber das ist echt cool. Warte, wo ist der Rest? Ach, hier oben, okay, gut. Wo denn? Oben geht's weiter. Ah, das führt quasi in den Berg rein. Das ist ja cool, nicht schlecht. Und hier ist auch ganz viel Lava. Okay, aber ich glaube, das gehört hier nicht dazu. Hi, da ist jemand. Ich komme. Oh, von hier sieht man Nemetons Haus auch richtig cool. Also den Parcours. Und er baut. Seht ihr das? Oh, jetzt warst du mal kurz weg. Gut, Mijin, ich laufe mal hier drumherum. Vielleicht sehe ich dich dann auch. Ja. Hier sehe ich Mr. Pickling. Hi. Schönen guten Tag. Guckst du dir den auch zu? Was? Wuff? Okay. Ich laufe mal nach hier drüben, mal auf dieser Brücke entlang. Mijin, ich bin jetzt von... Hier oben kann ich dich richtig gut beobachten. Das ist cool, ist wie so eine Aussichtsplattform. Guck mal, Mijin. Wo bist du? Siehst du mich? Dreh dich mal um. Hallo. Oh Gott, ich habe die Ankerpunkte noch gar nicht gesetzt. Oh, das musst du machen, Nemeton, auf jeden Fall. Guckt nämlich gerade einer durch die Wand. Ah, wer guckt durch die Wand? So einen Ankerpunkt, den hat Mijin da reingesetzt. Den habe ich noch nicht gesehen gehabt. Dann muss ich den wohl woanders hinbauen. Warte, den muss ich erst anschauen. Was, Mijin? Den muss ich dann wohl woanders hinbauen. Warte, Mijin, ich muss mir das erst angucken, wie das aussieht. Woher siehst du das? Wie siehst du das? Ich... Ah, da! Das ist ja witzig. Mijin. Ja? Pass mal auf. Guck mal hier. Hallo. Guck. Hallo, Netaray. Okay. So, ich gehe mal wieder da hoch und beobachte mal die Mijin. Huch, und beobachte mal. Was, hier war gerade eine Katze? Hier ging es gerade. Das habe ich auch gehört, ja. Habt ihr das gehört? Ja. Das ist doch seltsam. Das war bestimmt dieser Gast, oder wie der heißt. Wieso, was macht der? Der macht diese Geräusche, glaube ich. Der ist da unten bei dir, oder? Ist der das da? Der Gast? Nee, das war nur ein Block. So aus. Okay, Mijin. Doch, das ist ein Gast. Wo denn? Da unten war gerade einer. Siehst du? Da war der das doch, aber das war auf jeden Fall ein Block, den ich gesehen habe. Mijin, ich beobachte dich auch gerade aus der Ferne mit meinem Fernglas. Oh. Jetzt ist sie runtergefallen, hat er das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Okay, aber das ist ja auch cool, was du jetzt gerade baust. Das passt voll gut. Und Nemeton, ich sehe gerade... Du bist noch ziemlich weit unten. Also du solltest noch ein bisschen in die Höhe bauen. Die Mijin hat es vollkommen ausgenutzt. Okay, na dann. Also, du siehst gerade, da fehlt noch einiges an Höhe. Ja, sie ist ganz schön bis ganz nach oben ist sie gekommen. Also nicht schlecht, Mijin. Hast du gut gebaut. Auf jeden Fall sieht das von Weitem echt gut aus. Ich gehe jetzt mal hier vor und suche mal den Gast. Wo bist du? Gast heißt der, oder? Ja. Mein lieber Gast, wo bist du hin? Wo ist der? Du siehst ihn nicht mehr, oder, Mijin? Nein. Hm. Wahrscheinlich ist er in die Lava gegangen. Ah, leben die da, oder? Ja. Ah, okay, und dann kommen sie heimlich raus. Also,
Sie leben da nicht, aber sie sind öfter mal in der Lava. Ah, und wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Wenn wir dann nachher den Parcours machen im Survival, dann müssen wir aber was tun, weil der Gast kann uns doch alles kaputt machen, oder? Ja. Ich würde sagen, dann wechseln wir in den friedlichen Modus und deaktivieren das Mobspawning. Also das ist ja dann das deaktivierte Mobspawning. Dann dürfte dann kein Gast mehr erscheinen. Aha, wie geht das? Einfach auf Spielmodus friedlich setzen. Oder einfach Mobspawning deaktivieren. Okay, das machen wir auf jeden Fall, weil sonst wäre das blöd, weil dann würden die uns ja alles kaputt machen. Aber ich sehe schon, der Nematon hat hier auch begonnen, ein bisschen zu dekorieren. Das ist aber schön mit der Laterne hier, das gefällt mir gut. Das muss auch schön aussehen. Ah, und drin haben wir auch noch ein paar Laternen. Das sieht gut aus, Nematon. Hast du echt super gemacht. Okay, dann gehe ich mal nach hier draußen. Ich habe nämlich gerade gesehen, da haben sich zwei Schreiter begrüßt und haben sich nett zugenickt. Ich gehe mal zu den beiden hin. Huch, jetzt brenne ich ein bisschen. Ja, die nicken und tanzen hier gerade. Die haben einen Spaß zusammen. Okay, ich gehe dann mal wieder. Macht's gut, ihr beiden. Oh, ich falle mal in die Lava mal ganz kurz. Oh, guckt mal, da oben gibt es sogar Glowstone. Das sieht ja schön aus. So, ich dekoriere jetzt auch, weil ich bin jetzt fertig mit meinem Parcours. Ah, okay. Dann komme ich mal darunter. Das hier sieht auch genial aus mit dem Feuer hier. Das sieht richtig, richtig gut aus, Mijin. Hast du gut gemacht. So, wartet mal. Ich gehe mal wieder auf die andere Seite und gucke nochmal zum Nematon. Nematon, das sieht auch super aus bei dir. Bei dir sieht das hier auch so richtig cool aus, weil du hast von unten angefangen, gehst nach drinnen und dann geht das hier außen weiter. Und du willst quasi so nach außen dann bis ganz nach oben kommen, oder? Genau, richtig. Sieht gut aus, Nematon. Ich glaube, du machst das sehr perfekt. Und dann am Ende kannst du hier so ein Guckloch machen und siehst dann Mijin. Genau. Aber guckt mal, wie cool das hier aussieht. Das sieht aus wie so eine Blasenwand irgendwie. Also dieses Texturenpaket ist echt, echt toll. Also ich muss mal ein großes Lob an den Entwickler von dem Texturenpaket hier senden. Übrigens, das Texturenpaket, das verlinken wir auch immer bei uns in den Videos. Also da könnt ihr mal nachschauen. Das ist nämlich das schöne Nahpaket. Genau. Sieht sogar aus. Die Grundversion kostenfrei. Genau. Also in 32x32 Pixel könnt ihr das kostenfrei nutzen. Ja, und das ist richtig cool. Aha, und die Mijin hat sich was richtig Gutes überlegt. Aber das verrate ich noch nicht. Ich sehe da nämlich was ganz Tolles, Mijin. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Mijin, hast du es schon ausgetestet? Ja. Und du schaffst es? Ja. Oh, cool. Hast du alle vier dieser Blöcke hier verbaut? Ja, ich habe sogar noch ein paar mehr hingebaut. Ah, das ist ja cool. Ach so, darf man das? Darf man mehr als vier Seelenpunkte setzen, oder? Das ist die Frage. Okay, ich würde denken, da das jetzt alles wahrscheinlich gerade ein bisschen schwierig ist, machen wir eine Ausnahmeregelung und sagen ja. Okay, und wie viele kann sich das jeder selber entscheiden, oder? Ich glaube, so viel wie nötig, oder? Ja. Okay, das würde ich auch sagen. Da, wo ihr denkt, wo es ganz schwierig wird, macht er noch einen Seelenpunkt dazu, okay? Ja. Gut. Au, Nematon, du kannst sehen, was Mijin da gemacht hat. Der hat ein bisschen in die Höhe gebaut. Ja, ich habe keine Zeit für zu gucken. Ich muss gerade sehen, dass es bei mir funktioniert. Du kannst auch nicht gucken. Wäre vielleicht ganz gut. Alles gut, Mijin. Oh, guck mal, hier ist ein kleines Skelett. Hallo, was machst du da? Guck die Wand an. Hi. Aber ich habe leider noch nicht den Gast gesehen. Den wollte ich eigentlich mal begrüßen, aber irgendwie ist er nicht mehr da. Auf jeden Fall finde ich, wenn ihr hier seid in diesem Biom, finde ich, dass irgendwas Blaues, diese Seelenlichter, finde ich sehr schön, passen die sehr gut hierher, oder? Ja. Würdet ihr das vielleicht auch noch mit als Dekoration mit hinbauen? Seelenlicht, okay, ja, können wir machen. Ja, gell, weil es sieht doch gut aus, oder? Dieses Wirrlicht ist das doch, oder? Ja, das Problem ist, ich habe eher auf roten Stil gebaut. Ach so, dann passt das nicht denn. Obwohl, Mijin, das wäre aber ein Eyecatcher, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Aber du kannst das selber, ich will dich nicht beeinflussen, weil das ist dein gebautes. Und wenn du das nämlich so sagst, dass das alles in Rot gebaut wird, dann hat das schon einen Grund. Auf jeden Fall finde ich diesen blauen Stein da oben sehr schön passend. Aber das ist, glaube ich, Geschmackssache, Mijin. Und deswegen, ich will dich nicht beeinflussen. Ja, finde ich gut von dir. Alles gut. Okay, und dann Nematon, du hast jetzt auch noch ein bisschen was verändert, oder?
Ja, ich mache hier gerade den Leitersprung weiter und muss gerade erstmal testen, ob das auch alles so funktioniert, weil ich will euch ja nichts zumuten, was gar nicht schaffbar ist. Ja, das finde ich auch. Ich finde nämlich, ihr solltet das auf jeden Fall selber schaffen, weil sonst wäre es nämlich auch unfair gegenüber dem anderen. Ich muss aber noch mal einmal das hier im Survival ausprobieren, weil das geht nämlich im Creative nicht. Ach so, wieso? Uiuiui, Mijin. Seit wann geht das denn nicht mehr? Das ist ja blöd. Wieso? Das hast du wohl mal irgendwo gesehen? Nein, aber das ging eigentlich in den früheren Versionen immer. Naja, aber so wie ich dich kenne, Mijin, wirst du dir mit Sicherheit noch was Gutes einfallen lassen. Dann mach ich's halt. So, ihr Lieben, die letzten Sekunden sind angebrochen. Oh. Aber ich denke, es sieht auch schon fast so aus, als wärt ihr fertig, oder? Ja. Oh, Nemeton, es ist soweit. Die Zeit ist abgelaufen, ihr Lieben. Okay. Wir gehen jetzt nach unten, ihr beiden, und treffen uns auf dem Plateau. Okay, also in diesem tollen Biom hier haben wir unser zweites Bildbattle gemacht. Und jetzt, wie ihr seht, könnt ihr euch das mal anschauen, wie die beiden Seiten geworden sind. Wollen wir mal hinfliegen? Wo wollen wir zuerst hin? Zur Gewinnerin oder zum Verlierer vom letzten Bildbattle? Keine Ahnung. Das sieht ja cool aus. Moment, warte, ich muss noch ganz kurz Ankerpunkte vergeben. Die habe ich noch gar nicht gesetzt. Das wäre sonst ein bisschen zu schwer für euch, glaube ich. Oder? Oh, ja, toll. Das hat er vergessen. Mhm. Dann würde ich vielleicht gleich sagen, dass wir auch das Glas noch wegbauen. Nemeton, das machst du dann auch gleich noch. Und wir, Mädchen, machen das zusammen bei dir auf der Seite. Ja. Ja, und dann schauen wir uns alles ganz genau an, okay? Alles klar, so machen wir das. So, wir haben jetzt das ganze Glas entfernt. Und da würde ich sagen, können wir starten. Seid ihr im Survival? Ja. Genau. Okay, das heißt, wir haben an alles gedacht und wir können jetzt sozusagen starten. Okay. Mädchen, du beginnst und wirst jetzt bis zum ersten Seelenanker den Parcours machen. Du wartest hier unten, Nemeton. Mhm. Und Mädchen, wenn du da oben bist, dann darfst du starten, okay? Ja. Gut, Mädchen, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Ja. Los geht's. Gut. Okay, hoffentlich falle ich nicht runter. Ja, das stimmt. Ja, geschafft. Sehr gut. Sehr schön, du hast deinen Seelenanker aktiviert. Nemeton, du darfst. Und los geht's. Okay. Oh nein, Nemeton. Und du hast natürlich noch keinen Seelenanker aktiviert. Nein, das heißt, ich muss mich mal ganz kurz zu dir teleportieren. Ich hoffe, du stehst gerade nicht in der Lava. Nein. Gut, Nemeton, dann würde ich sagen, nochmal, du hast einen Punkt schon verloren. Aber das ist egal, weil wir können auf jeden Fall, wir machen das jetzt so, dass wir es einmal auf jeden Fall schaffen, okay? Ja. Mhm. Oh, Nemeton, das war gut, aber du kommst da leider nicht mehr weg. Ist das vorgesehen, dass ich hier landen kann? Nein. Oh. Tschüss, Nemeton. Du darfst dann wieder gehen, würde ich sagen, oder? Ja. Oh nein. Nemeton, mach's gut, geh in die Lava. Ich könnte in die Lava springen, aber die am besten gleich nach vorne. Genau, ich komme hierher. Du kannst dich bitte teleportieren. Nemeton, nochmal. Okay, Mijin, man sieht schon, du bist da etwas geübter in dem Parcours gewesen. Aber so soll es sein, der Erbauer. Nemeton, wieso lande ich jedes Mal hier? Jetzt bin ich auch gleich noch mit hinterher geschoben. Nemeton, ich würde mal sagen, dass wir dich da mal gleich immer herholen, wenn du es jetzt nicht schaffst. Nein, das kriege ich hin. Dann kriegt er auf jeden Fall keinen Punkt. So, Nemeton, alle guten Dinge sind drei. Jetzt schaffst du es aber, oder? Ja. Ja. Und? Ja. Super, Nemeton. Gut. Okay. Sehr schön. Dann mache ich jetzt weiter. Weiter, genau. Sehr gut. Das sieht super aus. Diese Leitern hier hoch. Prima. Jetzt kommt gleich der Honigblock. Ja. Mal schauen. Und er schlürft sie entlang. Und prima. Sehr gut gemacht. Sie hat es geschafft. Gut. Dann, Nemeton. Jetzt mach's etwas besser. Oh holy! Nein, warum kann ich denn da nicht springen? Habe ich irgendwas über dem Kopf? Ich habe gar nicht nachgedacht. Hast du. Ich habe da was über dem Kopf. Dein Seelenanker hat funktioniert, Nemeton. Hast du es gesehen? Ja. Nemeton, ich glaube, du darfst nicht ganz bis nach oben klettern. Du musst auf der Leiter stehen bleiben und dann hüpfen. Ah. Sonst fällst du immer runter. Das ist interessant, Mädchen. Gut gemacht, muss ich sagen. Ey, das hätte ich so nie probiert. Aber dann wird es ja jetzt hoffentlich klappen. Okay. Ja, jetzt hat es funktioniert. Gut gemacht. Ich habe nicht nach oben geguckt. Ich dachte, da wäre nichts. Alles gut, Nemeton. Macht nichts. Sehr schön. Jetzt musst du hier an der Wand, an der Honigwand lang schlittern. Ach, geschafft. Ah, sehr gut. Und aktivieren. Und denk dran, danach noch einmal klicken. Gut. Mädchen, weiter geht's. Da bin ich ja mal gespannt, wie du das diesmal machst, Mädchen. Ja. Gut, prima. Und, die Mädchen, die sieht sehr geübt aus, muss ich sagen. Ah, hier muss man runterschlendern. Okay, Mietje ist beim nächsten Punkt angelangt. Nemeton, wo bist du? Ich bin noch hier. Du darfst. Komm, Nemeton, jetzt schaffst du es einmal komplett, oder? Und? Ja, ich denke doch, oder? Okay, Nummer 1 hast du, Nummer 2 auch.
Sehr gut. Super. Aber noch bist du nicht beim Punkt angelangt. Und, ah. Oh, nein! Ha, guck mal, ich bin hier im Schlaf. Was machst du? Nein, du musst zurück. Ich hab mal abgekauft. Was ist nur los heute? Okay, dann weiter geht's, Nemeton. Sehr gut. Oh. Also, Nemeton, ich glaube, Gott, wenn das so läuft, dann schaffe ich doch meinen Parcours nicht mal. Die eine oder andere Chance hast du schon bekommen. Aber du wirst es diesmal bestimmt schaffen, okay, Nemeton? Ja. Was? Tschüssi. Ich hab Schleichen gedrückt. Nemeton. Und dann nicht was nach hinten. Was ist denn da nur los, Vici? Sag mal. Ich glaube, Nemeton braucht noch ein bisschen. Okay, 5 Sekunden später, 5 Stunden später meinte ich. Okay, Nemeton, noch ein Versuch und dann war's das. Aber ich denke mal, jetzt wird's auf jeden Fall klappen, Nemeton. Jetzt bist du eingeübt und jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder? Nee, jetzt schaffe ich das auf jeden Fall. Okay, du darfst starten, Nemeton. Einen Versuch habe ich noch, kannst du ablesen vom Anker. Okay, ach so. Ja, guck, unten, der ist voll und oben, da sind quasi, ist eigentlich nur noch 1 gefüllt. Ah, okay, alles klar, Nemeton, dann. Ach, jeder hat quasi dann 4 Versuche, ja? Oh, Anker, genau. Ah, sehr gut. Okay, Nemeton, komm, das schaffst du. Jetzt hat's geruckelt. Nein! Es hat geruckelt. Nemeton, du bist doch da unten, du kannst es nochmal probieren. Okay. Los, versuch es. Hoffentlich schaffst du das. Oh, Nemeton, heute ist nicht so dein Tag, oder? Ja, heute ist der Wurm drin, oder? Obwohl man hier Nemeton dazu mal sagen muss, dass eigentlich Nemeton einer der besten Leute ist für Parcours. Das ist jetzt Tagesform. Ja. Nee, Ray, guck mal, hier unten bin ich. Ja, ich weiß. Aber warte, schaut jetzt in einem Ruck. Okay, ich habe es leider nicht gesehen. Aber ich denke mir, dass du das geschafft hast mit dem Honigblock. Okay, Nemeton, komm los jetzt. Jetzt schaffst du das. Das schaffst du, Nemeton. Nimmt Anlauf. Ja! Alles geschafft. Sehr gut. Ja, Nemeton, ich glaube, das wird was. Oh nein! Und Gott, Nemeton! Er hat's noch geschafft. So, jetzt. Ja, sehr gut, Nemeton. Das war aber kurz vor knapp, muss ich mal sagen. Gut, Mietin, dann geht's weiter. Jetzt kommt hier eine sehr schwierige Stelle. Okay. Okay, Mietin. Oh, Jessie, das ist gut. So, ich bin wieder okay, da. Okay, sehr gut. Es hat schon mal funktioniert. Ja. Mhm. Ja. Nein, Michi. Okay, das habe ich ganz schön schwierig gebaut. Ja, aber du hast schon mal 2 geschafft. Das ist schon mal eigentlich ganz schön gut. Und ja, geschafft. Sehr gut. Wow, gut, Michi. Ja, du hast es geschafft. Oh, das ist gut hier mit dem Ankerpunkt gleich dahinter. Weil sonst wäre es ganz schön schwierig. Gut, los, Nemeton, deine 4 Versuche. Das ist ein Block. Okay. Oh! Gleich der erste versammelt. Oh. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei unserem Parcours-Bild-Battle weitergehen wird und ob Nemeton letztendlich doch noch Mijins Parcours schaffen wird, dann schaltet beim letzten Teil unseres Bild-Battles wieder ein. Und vergesst nicht, aktiviert gleich noch die Glocke, damit ihr nicht verpasst, wann das neue Video online geht. Und schreibt uns jetzt schon gern mal in die Kommentare, wer eurer Meinung nach bisher den besten Parcours gebaut hat. Bis zum nächsten Video. Tschüss!